Hallo zusammen. Es geht nochmal um den Doppler-Effekt. Und diesmal um einen ganz besonderen Fall. In den beiden letzten Videos haben wir uns ja hier mit diesem Beobachter beschäftigt. Und der Sender, der kommt auf diesen Beobachter zu. Und dann haben wir geschaut, was sieht denn dieser Beobachter? Was ist seine beobachtete Periodendauer? Was ist seine beobachtete Frequenz? Und da haben wir diese beiden Formeln hier dafür abgeleitet. Diese Formeln gelten aber nur unter einer Bedingung. Die gelten nur unter der Bedingung, dass die Geschwindigkeit, die haben wir, die Geschwindigkeit des Senders, die hier mit V bezeichnet ist, dass die Geschwindigkeit des Senders kleiner ist als die Ausbreitungsgeschwindigkeit der Welle, die hier mit C drin stand. Also V kleiner C. Das war eigentlich die Voraussetzung für unsere Ableitung. Dafür gilt das Ganze. Und was wir uns jetzt mal anschauen wollen, ist, was passiert denn eigentlich, wenn wir diese Bedingungen aufheben? Wenn wir sagen, nein, das ist nicht mehr notwendig und wir sogar den Fall annehmen, dass der Sender so schnell ist, dass er dieselbe Geschwindigkeit hat wie die Ausbreitungsgeschwindigkeit der Welle. Nun, erstmal schauen wir uns an, was passiert dann rein rechnerisch, was ergibt sich dann aus den Formeln. Und dann versuchen wir das, was wir da herausbekommen, auch noch besser zu verstehen. Nun, rein rechnerisch ist die Sache hier relativ einfach. Wenn V gleich C ist, dann ist also das V durch C, was wir da in unseren Formeln sehen, wenn V gleich C ist, dann ist das gleich 1. Was heißt das jetzt hier für die erste Formel? 1 minus V durch C, das ist 1 minus 1, das bleibt dann gleich 0. Das heißt, hier kommt 0 raus für die Periodendauer. Das heißt, dass bei den Wellenbergen, die dieser Beobachter zu sehen bekommt, dass da überhaupt kein Abstand mehr da ist. Was heißt das dann für die Frequenz? Die Frequenz ist ja der Kehrwert. Und der Kehrwert von 0 ist natürlich 1 durch 0. Wenn wir hier V durch C gleich 1 einsetzen würden, dann stände hier 1 minus 1, das ist 0. Also da steht tatsächlich 1 durch 0 steht da drin und das ist einfach undefiniert. Ja? Das ist nichts, womit wir arbeiten können. Das ist undefiniert. Ein undefinierter Wert. Was passiert aber, wenn der Sender jetzt nicht ganz genau die Geschwindigkeit der Welle hat, sondern vielleicht ein bisschen drunter liegt, also eine kleine Abweichung? V durch C ist dann immer noch sehr nah bei 1, die sind sehr nah beieinander, aber eben nicht genau 1, vielleicht 0,99, dann wäre hier 1 minus 0,99 ist 0,01, also sehr klein. Hier im Nenner steht etwas sehr Kleines, das heißt, der Betrag hier wird sehr groß. Wenn die Geschwindigkeit des Senders sich der Ausbreitungsgeschwindigkeit der Welle annähert, dann geht die Frequenz gegen unendlich. Also wir können sagen, geht gegen unendlich. Nun, wie können wir das verstehen? Ja, was bedeutet denn das jetzt eigentlich? Machen wir uns das nochmal klar in derselben Weise, indem wir diese Formel abgeleitet haben. Das heißt, wir schauen uns noch, wir haben ja damals gesagt, hier, wir haben diesen Standpunkt des Senders, das ist der Punkt, das ist der Ort, wo der Sender jetzt ist. Vor einer Periodendauer war der Sender hier und den Wellenberg, den er in diesem Moment abgestrahlt hat, der hat sich natürlich weiter bewegt mit der Ausbreitungsgeschwindigkeit der Welle. Dieser Wellenberg, der mag sich hier kreisförmig ausgebreitet haben. Das könnte so aussehen. Und wieder eine Periodendauer vorher, da war der Sender hier, da hat er auch einen Wellenberg losgeschickt und der war dann ungefähr so hatte der sich dann ausgebreitet. Und wieder eine Periode vorher, da war der Sender hier gewesen und da hat er auch einen Wellenberg losgeschickt. Und der Beobachter hier, den haben wir hier in die Richtung, in diese Richtung hier auf den Sender gucken lassen. Das heißt, der Sender fliegt auf diesen Beobachter zu. Und was stellt der Beobachter fest? Der stellt fest, dass die Wellenberge schneller aufeinander folgen, dass die Periodendauern kleiner sind und dass die Frequenz der Welle höher ist als das, was der Sender an sich ausstrahlt. Und auf diese Weise haben wir diese Formeln hergeleitet. Wie würde denn das Bild jetzt aussehen unter dieser Bedingung, also wenn V gleich C ist? Wie sieht dann das Bild aus? Nun, dann können wir also nochmal anfangen und sagen, hier, dann ist halt der Sender,
Der soll wieder, der jetzige Standort des Senders soll hier sein. Und wieder ist der Sender gerade bereit, einen neuen Wellenberg auszusenden. Eine Periodendauer weiter zurück, dann war der Sender hier. Das heißt, innerhalb der einen Periodendauer hat sich der Sender von hier nach hier bewegt. Wo ist der Wellenberg, den dieser Sender in diesem Moment ausgesendet hat? Nun, der bewegt sich jetzt genauso schnell wie der Sender. Das heißt, der ist auch gerade hier angekommen. Das heißt, der Wellenberg, den dieser Sender in diesem Moment ausgeschickt hat, der geht also auch durch diesen Punkt hier. Das ist ein Kreis durch diesen Punkt. So, da ist dieser Wellenberg. Und gehen wir noch eine Zeiteinheit, noch eine Periodendauer zurück, dann war der Sender gerade hier. In zwei Periodendauern hat der Sender diesen Weg zurückgelegt und das ist gleich dem Weg, den die Welle auch zurückgelegt hat. Das heißt, die Welle ist auch hier angekommen. Die Welle, die dieser Sender in diesem Punkt ausgesandt hat, sieht dann also so aus. Und wir ahnen schon, wie es weitergeht. Noch einen Schritt in der Zeit zurück, noch eine Periodendauer weiter zurück. Der Sender hat sich in drei Periodendauern von hier nach hier bewegt, genauso wie der Wellenberg, den er ausgesendet hat. Also der Wellenberg ist inzwischen auch hier angekommen und das Bild des Wellenberges sieht dann so aus. Und was sieht dann unser Beobachter? Den tun wir wieder hier vorne hinstellen, aber wir lassen ihn mal einen Schritt auf die Seite gehen. Der soll jetzt nicht diesen Sender ins Gesicht kriegen, sondern der soll hier so stehen, dass der Sender da an ihm vorbeisausen kann. Was sieht denn der jetzt? Der sieht erstmal lange Zeit gar nichts und dann knallen plötzlich alle Wellenberge auf einmal auf ihn drauf. Und wenn wir jetzt mal das Beispiel der Schallwelle nehmen, dann ist das mit dem Knall wörtlich gemeint. Es gibt einen riesen Knall. Gibt es einen riesen Knall. Das ist das, was dieser Mensch hier mitkriegen wird und danach ist wieder Ruhe. Das heißt also, er hört keinen Ton, denn um einen Ton zu hören, müsste man ja Frequenzen haben. Das heißt, da müssten die Wellenberge sich immerhin noch mit einem kleinen Abstand hier voneinander bewegen. Aber hier in diesem Beispiel sind die Wellenberge ja alle so zusammengeschoben, dass sie praktisch zu einem einzigen Wellenberg vereinigt sind. Das heißt, das ist nur ein Riesenknall. Und ihr kennt das alle, wenn ihr irgendwo wohnt, wo Militärflugzeuge herumfliegen. Denn wenn diese Flugzeuge von Unterschallgeschwindigkeit weiter beschleunigen, in die Überschallgeschwindigkeit hinein beschleunigen, dann erzeugen die so einen Knall, den nennt man dann den Überschallknall. Aber davon mehr im nächsten Video.